Wir gönnen uns jetzt noch das neue Video von TJ. Monte und Trimax gegen Impfgegner. Auf geht's. Let go. The thing goes. Der Corona-Frust wird aktuell ja wieder größer. Der ganze Müll hält ja auch schon seit 2 Jahren an. Man kann schon wieder viele Dinge nicht tun. Beim Sport ist immer 2G+. Immer wenn man ins Gym gehen möchte, muss man sich vorher testen lassen. Das nervt alles mal wieder. Und womit gäbe es viele dieser Einschränkungen wahrscheinlich nicht mehr? Richtig, mit mehr Menschen, die sich halt den Impfsaft reinknallen lassen. Und so kam es jetzt vor, dass Monte... Den Impfsaft. Menschen, die sich den Impfsaft reinknallen. Oh mein Gott. Monte sich sehr deutlich zu dem Thema geäußert. Ich spritze mir den Apfelsaft in die Venen. Obwohl er sehr lange eigentlich die Schiene gefahren ist, dass jeder halt selber entscheiden soll, ob er sich halt impft oder halt eben nicht impfen lassen möchte. Aber jetzt sagt er halt... Und ich scheiße auch auf die Zuschauer hier, die mir jetzt reinschreiben. Wie kannst du nur? Ich lasse mich niemals impfen. Ja, Digga, dann fick dich halt. Dann verpiss dich, Digga. Und komm nicht wieder. Niemand wird dich vermissen. Niemand wird dich vermissen, Digga. Die Geduld der Leute ist am Ende, weil es natürlich sich auch immer weiter in die Länge zieht, ne? Das ist ja klar. Es ist langsam, die Geduld ist langsam am Ende. Also, die Sache ist die, ich kann es schon sehr verstehen, dass die Leute, die geimpft sind, genervt sind von den Nicht-Geimpften. Das kann ich schon sehr gut verstehen. Ich lebe nicht in Deutschland, ich lebe auf einer Insel, bei mir ist alles sowieso ein bisschen anders. Ich bin durchgeimpft. Ich freue mich über jeden, der sich impft, weil es einfach das Ganze, ja, für alle safer macht, ne? Das kann ich nur sagen. Gesundheitliche Probleme hast und wirklich aus medizinischer Sicht dich nicht impfen lassen kannst, okay, fühle ich, Digga, kein Problem. Bist du irgendjemand, der Meinung ist, Digga, dass wenn er sich eine Spritze ins Arschloch reinknallen lässt und er denkt, er hätte dann einen Chip drin, mit dem er vom Staat überwacht wird, Digga, dann... Ich freue mich schon auf meinen nächsten Booster, Alter, das werde ich mir so reinballern. Verpiss dich einfach und komm bitte nicht wieder. Niemand wird dich vermissen, Digga. Krasse Worte, aber auch sehr, sehr nice Worte, wie ich finde. Aber natürlich trifft sie eine deutliche Aussage, auch vor allem, weil sie auf TikTok super viral gegangen ist, auf Impfgegner und eben auch auf Querdenker. Und so kamen diese Leute natürlich drauf, dass Monte ganz klar gekauft sein muss. Also unter dem TikTok gab es Kommentare wie viel hast du bekommen? Ist schon traurig, dass ausgerechnet Monte sich kaufen lässt. Monte und Geld für Propaganda so. Geile Propaganda, seine eigene Meinung sagen. Aber momentan ist Onkel Monte nicht der Einzige, der sich halt mit Querdenkern und mit Impfgegnern anlegt. Weil Olle Trimax hat auch keinen Bock mehr, aber er geht einen anderen Weg, um halt Querdenker und Impfgegner so ein bisschen zu triggern, sag ich mal. Er hat nämlich an Neujahr diesen Tweet hier geschrieben. Ich wünsche allen geimpften Leuten ein frohes neues Jahr. War schon lustig, was da so drunter sich versammelt hat. Ich mache auch einen kleinen Retalk zum Thema. Ich habe mich recht spät geimpft. Ich habe mich erst vor ein paar Monaten das erste Mal und dann das zweite Mal halt einen Monat später, also 3 Wochen, da waren dazwischen, geimpft. Ich war lange Zeit weitgehend isoliert, ne? Ich lebe hier erstmal abseits auf einer Insel, ich bin auf meinem Bauernhof, ich habe nicht viel Kontakt zu Menschen, aber vor ein paar Monaten habe ich dann mich beschlossen, Fahrschule und so anzumelden und ich habe mich dann auch entschieden, mich zu impfen. Ich war ein bisschen faul, sage ich ehrlich. Und für alle Leute, die jetzt vielleicht noch nicht geimpft sind und auch sagen, boah, ich habe schon so lange abgewartet, jetzt sind eh schon alle irgendwie, keine Ahnung, pisst oder so. Es ist nie zu spät, sich zu impfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich über jeden, der die Entscheidung trifft, egal ob wie spät. Ich habe es gemacht, weil ich jetzt wieder mehr Kontakt zu anderen Menschen habe und dann ist es einfach eine Sache, die ich respektvoll finde, dass ich, wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt bin, dass ich auch geimpft bin. Ich weiß, es ist für manche Leute so ein Thema, weil man aus dem Bekanntenkreis dann irgendwelche Horrorstories und sowas hört, aber wissenschaftlich gesehen habe ich ein sehr großes Vertrauen in die Impfung. Ich würde mich auch noch 100-mal boostern lassen, wenn es mir hilft, dass ich den Covid-Verlauf milde überstehe, wenn ich mal Covid haben sollte, dass ich dann keine harten Symptome habe und auch vielleicht mich noch seltener anstecke und sowas. Deswegen, ich bin auf jeden Fall für eine Impfung und ich kann es jedem nur empfehlen. Und es ist nie zu spät, ne? Auch wenn ihr jetzt lange Zeit gewartet habt und so und unsicher wart, ich kann es nur jedem empfehlen, macht's, ja, zieht's durch, so, das ist auch nicht irgendwie gekauft oder irgendwas, das ist meine Meinung, wollte ich einfach mal sagen. Und laut Trimax ist dieser Tweet durch wirklich alle großen Querdenker. Ja, ihr habt mich wichtig, ich bin bezahlt worden von der Impfindustrie, die haben mir richtig viel Geld gegeben. Und Schwurbler-Telegram-Gruppen durchgerasselt. Das Ding ging in all... Impfen. Wichtig und richtig. Allen Telegram-Gruppen viral und hat wie Motten, die in das Licht fliegen, Querdenker angelockt. Und es ist eine Symphonie teilweise, was es hier für Kommentare gibt. Wie wir gerade gesehen haben, hat Trimax auch ein Video rund um diesen Tweet gemacht und halt erklärt,
warum er diesen Tweet geschrieben hat, weil dieser Tweet war von vornherein ganz klar als Provokation an die Querdenker gerichtet. Und dafür haben wir das Ganze gemacht, zur Provokation natürlich. Das Ganze, um halt nicht Impfverweigerer, Leute, die sich nicht impfen, sondern Querdenker maximal zu provozieren. Also die Sache ist jetzt mal eine Realtalk-Sache zu dem Tweet, ne? Ich habe viele Leute gelesen, die sich davon getriggert fühlen, ne? Und ich denke mir, Realtalk, wer hat so ein zerbrechliches Ego oder so ein zerbrechliches Selbstwertgefühl, dass man sich von sowas triggern lässt? Selbst wenn jetzt jemand, der nicht geimpft ist, sich das so durchliest, der kann sich auch eigentlich nur denken, Digga, was juckt mich, ob Trimax mir ein frohes Neues wünscht oder nicht? Aber die Leute, die darauf wirklich abgehen und sich davon triggern lassen, das hat genau die Richtigen getroffen. Also einfach Real Talk. Also das ist sowas von lost, wenn man sich von sowas triggern lässt. Wenn man sich die Kommentare unter seinem Video oder unter seinem Tweet anguckt, dann merkt man, dass seine Aktion und sein ganzes Konzept von dem Tweet auf jeden Fall gut aufging, sag ich mal. Dort gibt es nämlich Kommentare wie, ich wünsche allen, die nicht ein Fettsack sind, ein frohes Neues. Ich finde die Aktion lustig von Trimax. Der bekommt auch Kohle dafür. Das grenzt an Propaganda. Ganz klar, du bist eine Pfeife. Wieso sollten bekannte Streamer nicht instrumentalisiert werden? Monte ist schon bei Freimaurer. Oh, der hat... Oh, woher weiß denn die Info? Das ist eigentlich geheim. Oh nein, es ist rausgekommen, dass Monte Freimaurer ist. Verdammt! Schaut euch Montes Rückentattoo an. Oh nein, er hat es auch noch am Tattoo erkannt. Ich habe Monte immer gesagt, zeig dein Rückentattoo nicht, weil die Leute wissen dann sofort, dass du Freimaurer bist. Mist. Ach, Mist. Jetzt ist Monte aufgeflogen. Verdammt. Wenn Leute schon 3 Ausrufezeichen benutzen, dann weiß ich schon, was ich von den Leuten zu halten habe. Rückentattoo an. Plus Schild mit Freimaurer, 187 die Ringe und Ketten. Wer kennt's nicht? 187 Freimaurer. 187 Freimaurer. Okay, das ist doch ein Troll. Oder ist das ein Troll? Das kann ja eigentlich nur ein Troll sein. Mann, das kann auch nur ein Troll sein. Bitte sag, dass es ein Troll ist. Bitte sag, dass es ein Troll ist. Leute schlagen sich in Afrika, um Impfungen zu bekommen. Was soll das? Das stimmt nicht. Das ist dreiste Werbung für die Kampagne. Deine Aufgabe ist, deine junge, naive Abonnenten zu... Das ist kein Troll. Oh mein Gott, das ist einfach echt... Oh Gott, ich krieg einen Cringe-Gänsehaut-Moment. ...eine Impfung zu zwingen, die eine Teilzulassung hat. Ey, auf jeden Fall dieser Kommentar. Comedy-Gold. Auch wenn ich vermute, dass es vielleicht nicht so als Comedy gemeint war, aber... Da klingelt die Kasse, rein in die Spaltung. Beauftragt vom Bundesamt für politische Bildung, so als Handsprechpuppe oder auch einfach das klassische Hurensohn. Ey, wilde Kommentare zu der Aktion auf jeden Fall. Aber Trimax erzählt auch noch selber, was für Drukos und private Nachrichten er bezüglich der Aktion bekommen hat. Dann hatten wir auch noch so welche, mega geil, dass alles nur Panikmache. Das gibt's alles gar nicht, es sind nur 5,4 Millionen Menschen gestorben. Viele waren richtig stolz, ungeimpft zu sein. Die haben richtig Flagge gehisst. Ja, insgesamt wurde mir tausendfach der Tod gewünscht und mein FIFA-Account soll für immer gebannt bleiben. Leute, die geschrieben... Der FIFA-Account soll für immer gebannt bleiben. ...haben, Trimax ist in 5 Jahren eh tot, wegen der Impfnebenwirkungen oder jeder, der geimpft ist, wird nie wieder Kinder kriegen oder wir werden alle einen Herzinfarkt bekommen in 10 Jahren. Ich arbeite natürlich mit Bill Gates, mit denen da oben unter einer Decke. Also ich arbeite nicht mit Bill Gates unter einer Decke, weil ich habe einfach Windows und ich, wir sind nicht mehr so. Ich wurde von der Regierung bezahlt. Es war alles dabei. Ganz oft wurde von verschiedenen Rassen gesprochen, von irgendwelchen Impfgegnern, dass das irgendwie in Rassen unterteilt wird. Also ganz, ganz falsch. Und ich sei Nazi und alles Mögliche. Wie sehr willst du dich als Schwurbler triggern lassen? Ja. Dazu ist aber noch super wichtig zu erwähnen, dass Trimax keineswegs die Leute, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, damit triggern wollten. Das war... Von den Leuten redet auch keiner. Das ist halt immer so eine Sache. Da hat Mimi auch einen guten Tweet zu gemacht. Den kann ich einfach nur hier zeigen. Niemand ist den Leuten, die sich aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, böse, dass sie nicht geimpft sind. Im Gegenteil. Guck mal, sogar San Diego hat sich geimpft. Okay, den wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen, den Tweet, aber Ehre, dass sogar San Diego sich geimpft hat. Ehrenmann San Diego. Bikini Bottom Mafia. Okay, warte, das wollte ich euch gar nicht zeigen. Anders. Ja, hier, den Tweet. Manche können sich aber aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen. Ja, aber über den redet doch gar keiner, du Fridolin. True. Kann ich auch direkt mal hier ein Like da lassen. Das war schon bei den Masken so. Wenn irgendjemand wirklich irgendwelche gesundheitlichen Probleme hat, weil jemand vielleicht keine Masken tragen konnte aus irgendwelchen, was weiß ich, Lungenproblemen oder Asthmaproblemen oder irgendwas, niemand sagt dann, das ist ja aber assi, dass der keine Maske trägt. Sondern die Leute, die einfach sich zu fein sind, um in den Supermarkt reinzugehen mit einer Maske, auf die hat man halt einfach keinen Bock. Weißt du, was ich meine? Also die Leute, die es aus gesundheitlichen Gründen irgendwas nicht machen können, da hat man volles Verständnis für, da hat jeder Verständnis für. War nicht die Gruppe, die er ansprechen wollte. Auch Kinder unter 18, die sich vielleicht impfen lassen wollen, aber die Eltern es verbieten, sind damit natürlich absolut nicht angesprochen.
Ganz viele Leute haben irgendwie aus gesundheitlichen Gründen, sei es jetzt physisch oder halt im Geiste irgendwie, dass sie sich nicht impfen lassen können. Dafür ist das natürlich überhaupt nicht. Hatten wir auch schon ganz oft im Stream besprochen. Wir reden hier wirklich nur von Querdenkern, Schwurblern, Impfgegnern wirklich. Was auch gar nicht geht, dass viele Leute zu jung sind, sich impfen zu lassen oder dass die Eltern das nicht zulassen. Wo sich die Kinder impfen lassen wollen, aber sind zu jung und die Eltern lassen das nicht zu. Und deswegen werden sogar einige Leute in der Schule gemobbt. Das ist natürlich auch ein absolutes No-Go. Falls das irgendjemand meine Art nicht kannte oder sich in irgendeiner Art und Weise diskriminiert davon gefühlt hat, als Ungeimpfter, der sich nicht impfen lassen kann aus gesundheitlichen Gründen. Das tut mir natürlich leid. Die Leute sind nie angesprochen. Waren sie auch nie im Stream, haben wir auch mehrfach gesagt. Meine persönliche Meinung zu der ganzen Aktion ist, dass ich das sehr, sehr nice und sehr, sehr lustig finde. Vor allem, weil jetzt auch mal so kleine Impfverweigerer sehen, mit welchen Personen sie auf einer Seite gegen die Impfe stehen. Mit Leuten, die einem wegen einer kleinen Provokation mit dem Tod drohen, mit ganz klaren Verschwörungstheoretikern und, wenn man sich die Demos anguckt, auch ganz klar mit rechten Faschos. Nope, da bin ich raus und bin lieber auf der Seite der Wissenschaft, to be honest. So, und jetzt noch ein ganz kleiner Gedanke von mir, um das ganze Thema einmal abzuschließen. Ist euch mal aufgefallen, dass bei so Katastrophenfilmen wie zum Beispiel I Am Legend die Filme eigentlich immer damit enden, dass ein Gegenmittel / Impfstoff gefunden wurde, weil Legend keiner der Autoren auf die Idee kam, dass die Leute so stupid sein werden, dass wenn es ein Gegenmittel gibt, die es einfach verweigern und sagen, nö, nimm mir nicht. Nur mal so als ganz kleiner Anreiz, aber jetzt geht's weiter zum nächsten Thema. Momentan haben mehrere YouTuber fast gleichzeitig ein Video geladen, dass sie jetzt mit YouTube oder sogar komplett mit Social Media aufhören wollen. Also ich rede hier von Melina Sophie, Doris Jungle und auch ein bisschen Jonas Ems, aber bei ihm ist es nochmal sehr speziell. Und zwar meint er, dass er den Content, den er aktuell auf dem Kanal bringt, nicht mehr so fühlt und deswegen stellt er seinen aktuellen Content von Unterhaltungskontent um zu Tiervideos und Videos über die Umwelt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich ab jetzt, also ab dem Jahr 2022, gerne einmal wöchentlich ein Video zum Thema Tier- oder breiter gefächert Umweltschutz hochladen möchte. Ey, mad respect. Sehr gut. Für diesen Move an der Stelle. Dazu hat er natürlich noch in seinem Video gesagt, warum er jetzt diesen Move auch noch so macht, warum unbedingt Tiervideos, warum unbedingt Videos über die Umwelt. Aber wenn ihr das alles wissen wollt, dann schaut einfach bei ihm auf seinem Kanal sein Video an. Bin sehr gespannt auf die Videos. Zwei Videos kamen sogar schon auf seinem Kanal. Und noch ein Kanal hört auf, und zwar der TikTok-Kanal Mitreden. Leute, es ist vorbei. Das hier ist das letzte Mitreden-Video. Und deswegen wollten wir noch einmal Danke sagen. Sie waren auf YouTube ja vor allem dafür bekannt, dass sie sehr stark kritisiert wurden oft. Und bei all der Kritik und bei all den Sachen, die sie auch vielleicht falsch gemacht haben und vielleicht auch falsch angegangen sind, muss man sagen, dass der Kerngedanke dieses Kanals ein sehr, sehr guter war. Sie wollten ja aufklären und Menschen für wichtige Themen vor allem sensibilisieren. Dazu reden sie in ihrem letzten TikTok noch darüber, dass sie natürlich... Ich habe noch nie einen TikTok von denen geguckt, außer in irgendwelchen YouTube-Videos, wo die verlinkt wurden, aber ja... Ich wünsche denen viel Glück im Leben. ...viel Kritik bekommen haben und viele Kommentare und sowas. Und einige Kommentare aber auch wirklich, wirklich, wirklich zu hart waren. Und an diese Menschen, die solche Kommentare geschrieben haben, haben sie eine Bitte. Dann eine Sache noch. Denkt daran, dass vor und hinter der Kamera echte Menschen stehen, genauso wie bei jedem Kommentar. Sprecht deswegen am besten nur so miteinander, wie ihr es auch im realen Leben tun würdet. So, kommen wir mal wieder zu... Jetzt wird jeder Hater wird sich wegen dem Video jetzt sofort ändern. Strong. Nein, sie haben ja recht. Viele haben im Internet ein bisschen dicke Eier und trauen sich mehr, als sie im Real Life sich trauen würden zu sagen. Das finde ich auch nicht so gut. Top 3 Clips der Woche. Letzte Woche habt ihr mal wieder über diese drei Banger hier abgestimmt. Du sag mal, kennst du Trimax, den Streamer und YouTuber? Ja, aber ja, das bin ich. Noch nie ein Video von ihm geguckt. Oh, noch nie? Wieso das denn nicht? Du bist genau die Zielgruppe. Ich habe nur gesehen, dass er fett ist. Ich dachte mir so, nee, Junge. Nee, Junge, ich habe nur gesehen, dass er fett ist. Nee, Junge. Alright, super. Hört auf, bitte jeder Frau zu schreiben, die bei mir einmal im Livestream zu sehen war, ob sie die Mutter ist. Chillt mal. Elena hat mir gerade geschrieben, dass sie heute schon tausende Glückwunschnachrichten bekommen hat. Den Trend kurz anders auseinandernehmen. Was war das denn? Stark! Hä? Der hat das ja im Handgelenk, diese Fähigkeit. Kranker Typ. Muss ich nochmal gucken. Hä? Das ist der schönste Tornado, den ich jemals gesehen habe.
Und Top-Clip der Woche mit 67% Zustimmung ist der Clip von Trimax. Ja, war auch gut, auch ein guter Clip. Congrats, my boy. Dazu gehen jetzt in dem Moment die nächsten Clips, über die ihr abstimmen könnt, wieder in meiner Story live. Sehr nice. TJ, schönes Video. Küsse gehen raus.